So, ihr Kinderchen da draußen, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Valheim. Ja, das, ich gucke euch gar nicht an, ne? Das ist halt nur nervig. Ja, jetzt habe ich hier mir was gedacht. Und zwar, ich hatte hier mir so einen kleinen Steg gebaut. Hier so. Es ist natürlich nicht so geworden, wie ich mir das gerne vorgestellt hätte. Hier soll das Holzfluss hin, aber das kann man hier wunderbar als Anglersteg nutzen hier, finde ich, ne? Finde ich eigentlich gar nicht mal so übel, oder? Ich weiß nicht. So, pass auf, lass mal ganz kurz. Huch. Upsi, Pupsi. So, lass uns nochmal hier so ein kleines Zäunchen hier ranbauen. Aber so. Warte, so, so. Warte, so. Warte, 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 so. Dieses Spiel flutscht immer weg, ne? Das macht nie genau das, was man gerade irgendwie möchte. Es denkt immer so, hey, Domji, weißt du eigentlich, kann ich das besser als du? Und ich denke so, ja, das, ja. Ja, so. Ja. Mhm. Ja. Mhm. So. Einfach mal so. Halt, ich finde. Bravour-Idee. Ich meine gesagt, eine grandiose Idee. Warte mal, ich mach das hier auch nochmal hin, warte. Einmal so. Warte, so. Warte, so. Hopp. So mit reinglinschen, das ist natürlich nicht so schlimm. So. Finde ich gut, irgendwie. Aber ich wünschte, ich hätte das hier noch schöner bauen können. Aber irgendwie ist mir das nicht so ganz gelungen. Hätte hier gerne noch so eine Treppe hier so vorgehabt. Tatsächlich irgendwie hier so, damit ich... Aber setzte nicht hin. Das Spiel setzt diese Treppe einfach nicht hier ran. Ja. Ja. Es ist ein bisschen chaotisch halt, ne? Ja, findet ihr auch, ne? Aber ist halt so. So, du fängst an zu frieren. Eigentlich wollte ich noch Holz hacken gehen. Kann ich jetzt nicht anfangen zu frieren. So, jetzt hier. Hier so. Hier genau da an. Okay, wenn ich den jetzt. Ah, warte mal. Ah. Muy grande perfecto. Oder perfecto grande. Egal. So, guck mal. Ja, gut, fast, fast, fast. Aber. Und hier werde ich dann meinen... Warte mal, wenn ich das hier ein bisschen vergrößere. Es ist halb unter Wasser. Upsi, pupsi. Ja. So, warte. Ach, den hat er gerade schon noch auf. Ja, ist ja gut. Oh mein Gott, dieses Spiel. Oh mein Gott, dieses Spiel. Nee, das ist... Das ist... Will er nicht. Das war wahrscheinlich so eine einmalige Geschichte. Wird auch immer einmalig bleiben wahrscheinlich. Liegt auch wahrscheinlich daran, weil das jetzt auch nicht mehr ganz so hell ist hier da. In diesem Spiel. Okay, ja. Lass uns Holz hacken, Floß. Wir brauchen noch Hirsche, ne? Aber, bevor ich das vergesse, lass uns mal was ganz kurz erledigen. Erstmal, nee, ich hau hier nicht gegen. Wisst ihr warum? Denn Rassi reißt nämlich den Rest der ganzen Dingens ab. Ruhend. So. Na komm. Nun komm. Mach doch irgendwie die Wegbank benutzen jetzt, Alter. Ja, das ist doch voll kacke sonst. Wir könnten auch Feuersteinpfeile machen. Ich gehe mal davon aus, die würden dann irgendwie ein bisschen besser sein. Jetzt habe ich 80 Pfeile, ne? Das sollte, glaube ich, erstmal lang, oder? Wo sind die denn? Ja, komm. Weißt du? Nee, okay. Hört ihr das? Habe ich noch nie gehört bei dem Spiel, glaube ich. So. Ach so, habe ich... Nee. Okay. So. Da sind sie. Sie rufen nach mir. Also ich will sowohl als auch. Also der Reh, also Hirsche, Rehjagen und Holzhacken für ein Floß. Was ist das? Die sind auch immer dickicht, ne? Was ist das? Was ist das hier? Und Bärenarsch. Oh, das wäre der Hammer. Da komische Augen gesehen. Ah ja. Nein. So geht das hier. So regel ich diese Dinge. Ja, so ungefähr. So, bam. Wow, Schild und... Scheiße. Der
redet mit mir. Hallo, sagt er. Und ich sage auch Hallo. Mit der Sprache eines Wikingers. Alter Digger, guck mal, was da passiert. Ich glaube, ich muss mal gleich die Axt nochmal flott reparieren. Was brauche ich denn für das Floß? Brauche ich dafür irgendwie wegen Led... Was ist denn das da unten alles? Guck mal hier, die ganzen... Ach, das war von vorhin noch, ne? Ja, ja, richtig, genau. Guck mal. Oh, oh. Alter. Digga. Na komm. Jetzt aber. Ich glaube, da... Guck mal, da bin ich schon wieder voll. Lass mal kurz gucken gehen. Dann gehen wir mal ganz kurz zu uns in die Base. Guck mal, hier habe ich auch noch jede Menge Holz rumliegen. Dann gehe ich mal kurz in die Base und check das mal aus. Und ich glaube, ich habe hier nämlich auch Samen. Ich glaube, ich könnte mir tatsächlich neue... neue Bäumchen anpflanzen. Kann man machen. Kann man auch sein lassen, glaube ich, ne? Ich finde das gar nicht mal so übel, wenn ich hier eine kleine... Dings hab. So, Bob. Was wollte ich jetzt eigentlich gerade? Aha, ich wollte erstmal mein Dings reparieren. Ach so, Floß, genau. So. Möbel. Erstellung. Was brauche ich dafür denn? Oh, hohoho. Guck dir mal an, was ich dafür alles brauche. Hör mal. Verschiedenes. Ein Floß. Und das kann ich auch hier hinstellen. Das ist ja total nice. Wieso in der Luft? Kann ich das nicht? Warum ist es denn in der Luft? Fällt es denn runter? Oh. Alter! Digga! Habe ich das jetzt hergestellt? Ist das jetzt fertig? Ja, es ist fertig. Und der kann ich es benutzen. Oh. Aha. Ist da Hugin drin? Nee, ich dachte, Hugin wollte uns was vertellen. Ey, komm hoch da. So. Sachen reparieren. Ja, erstmal das. Na komm. Wieso geht die scheiß Tür nicht auf? So. Reparieren. Guck mal, ich kann sogar Feuersteinpfeile machen. 20 Stück. Halte ich jetzt für gar keine so schlechte Idee eigentlich, ne? Da habe ich Samen hier. Hier, warte, lass uns mal was essen, flott. Dass man immer nur eine Sache einmal essen kann, irgendwie, ne? Okay. So. Holzschild repariert. Okay. Hat er ja noch einmal gegengehauen, aber trotzdem hat er Schaden genommen. Ach so, ja, wir wollten einen Speer bauen. Ich hol Kopf, ne? Bogen, Lederhose. Ja, wir bräuchten noch Lederbrustpanzer, ne? Feuersteinspeer. Hier, lass mal bauen. Ist der zum Werfen oder ist das zum... Was ist denn los? Warum kriege ich das nicht in mein Crafting, in mein Schnelltapp-Dingsbums rein? Was ist das? Feuersteinspeer. Wenn es das soll ein Arm Überbringer deiner Botschaft sein. Okay, das ist nice. Das ist, finde ich, toll. Und den tue ich da hin. Ja? Yay. Lass mich mal kurz gucken. Welchen habe ich reingelegt? Auf 5, ne? Nein. Aber der hält hier verkehrt rum. Oh, cool. Kann ich werfen? Nee, ich kann damit abwerfen. Kann ich damit mit Schild dabei ausrüsten? Ist nicht wahr. Wir müssen erstmal unseren neuen Speer ausprobieren. Das ist egal, ob ich einfach so schwer werde. Aber ich nehme mal das Holz da hinten mit. Haben kann man das, ja. Aber läuft langsam, ne? Tatsächlich, wenn du denn so viel Shit am Start hast, einfach.
Ein Feuersteinschwert, da bin ich mal gespannt. Achso, das sind Samen, die ich hier tatsächlich noch einsammeln hier. Hier haben wir noch Holz. Alter, habe ich mich verfährt. Ich bin gar nicht da, hurra, hurra. Was denn das? Nö, die ist so schnell weggekommen. Es wird endlich wieder tags. Okay, lass uns den mal... Wir brauchten Hirsch, ne? Ja, nun ist hier keiner da zum Austesten, ne? Wie das mal so ist. Pack Smith. In der Tat. Oh, hab ich mich also ehrlich. Ja, das ist, das war schön. Aber er hält ihn. Und dann dreht er ihn und piekt ihn dann. Ja, alles klar, Digi. Gut, jetzt haben wir ihn ausprobiert. Und dann lass uns mal zusehen, dass wir mal andere Ufer besichtigen können. Oder einfach mal fahren mit dem Floß, ne? Oh, hab ich mich erschrocken. Bist du eigentlich total doof, oder? Voll drauf eingestochen, ey. Arschloch. Was? Da kommt noch mehr. Was kommt her, ihr hässlichen Bastarde? Oh, der hat mich gehauen. Boah, das sieht aber geil aus. So ein kleines Dörfchen. So wie bei Asterix und Obelix ein bisschen, ne? Ich mag mein Dorf, auch wenn das hier so ein bisschen missgestaltet ist. Ist egal, ich find's schön. So. Dann lass uns mal hier... Hey ho, hol man to, the wind will blow. Oh, what? Und dann? Festhalten. Ey, ich will fahren. Wieso soll ich mich denn festhalten? Ich will damit fahren. Wie macht das denn? Und jetzt sind wir auf hoher See. Boah! Nein! Wow, das ist doch schon mal cool. Unser erstes Schiff geht unter. Warum geht das unter fast? Es ist aber kein Hochseeboot. Alter Digga, was ist da los? Wie bewegt sich das denn hier nicht so gut hier? Hallo? Kann man da irgendwie was hier gegen ankuddeln? Boah, bitte, ehrlich. Bis ich da bin, ist mir ein sehr, sehr langer Bart gewachsen eigentlich. Was ist das hier? Eine Leiter. Also an alles ist ja gedacht, ne? Aha, guck dir mal den Schatten an. Okay, jetzt sind nämlich Dings drin. Ah, warte mal. Nee, aber wir müssen uns da schon... Ach, guck mal jetzt. Er hat den... Wieso? Da muss man ja gegen den Wind irgendwie machen, ne? Segel runtersetzen. Und dann, wie kriege ich das denn in die richtige Richtung gedreht, das Segel? Kann man das irgendwie machen? Oh, nicht hier. Nicht so auf jeden Fall. Oder muss ich denn da hingehen und dann... Kann ich auch nicht, ne? Nee. Lass das mal los. Oder? Ja gut, aber wenn man kein Segel an hat, ne, dann geilert. Aber wieso kann man das nicht drehen? Finde ich ein bisschen unlogisch.
seichtes Gewässer. Ich frag mich, ob ich das Floß dann auch wieder irgendwie... Ah, guck, jetzt, man muss gedrückt halten, dann dreht er in die richtige... Na, stopp. Moment. Nein, nein, das war verkehrt. Hä? Wieso hat er denn jetzt in die andere Richtung gedreht? Ich verstehe nicht. Was sind denn das da hinten? Nach Wildschwein? Ich dachte so Bären oder so ein Scheiß. Verstehe ich nicht. Das mit dem Segel verstehe ich im besten Willen nicht. Kann ich denn ankern? So. Oder sind auf den Bahamas, die schwimmen die Schweine im Wasser. Kann ich das denn ankern oder lüpft das weg oder was? Nee, ne? Okay. Flintsteine! Wildschweine! Die armen Tiere, ey, wie die quieken und schreien, ne? Aua! Keine Ausdauer. Okay, das haut auch nicht ab. Upp. Ja, ich krieg das nicht getroffen. Das andere Ding meint, wegschwimmen zu müssen. Egal, Hauptsache ich töte es. Töten gibt mir schon die vollste Befriedigung. Könnt ihr mich überhaupt noch sehen? Weiß ich gar nicht. So, lass uns mal sehen, was Odin hier raufgekritzelt hat. Dieses Land ist wild und ungestüm. Doch wir alle sind noch viel wilder. Erfreue dich an den Geschenken, die du vor dir siehst, Reisender. Des guten Holzes und Steines und auch der Früchte und Blumen des Waldes. Und da kommt ein scheiß Wildschwein und greift uns an. Nice, was ist das denn für ein Stein? Was war das? Achso, das war das Leder, ne? Okay. Kann man hier... Lass uns gleich mal ein Feuerkinn bauen hier irgendwo, dass wir hier so resten können irgendwo. Da ist noch ein Grundstein. Nee, das ist nur so ein Dingens. Ja. Psst, da ist was. Lass uns das abknallen. Du könntest was essen. Ja, hab ich nicht gerade meinen. Kann ich nicht mehr essen, weil gekocht und schmeckt nicht, oder? Was? Ja, wir hätten jetzt noch so ein Grubbel-Dubbel. Volltreffer. Oh, das Fleisch nehmen wir mit. Wir sind ziemlich voll, glaube ich, ne? Hätten wir was in unsere Kiste packen sollen. Aber es ist ja nur eine kleine Erkundungstour fürs nächste Mal. Was heißt für das nächste Mal? Wir müssen uns ja ein bisschen... guck dir mal diesen Fluss an. Unten am Fluss. Ups. Ich würde gerne mal wissen, ob man eine Angel bauen kann.
Wo hat das denn gehirscht? Ach, da, guck mal, das ist ein Haus. Das sind diese Nixen, ne? Die sind auch überall. Okay. 5. Genau. So. Hat mich schon gesehen, aber ich noch nicht, ne? Die ganzen Wildspeicher. Guck mal, die ganzen Nixen. Hier los, Alter. Au! Da war noch Wildschweine gerade, oder? Ich sollte mal dringend gleich was essen. Dann will ich nicht verrecke, ne? Ja. Okay. Jetzt sind wir schon mal einmal rüber gesegelt und oh. Hab nicht gesehen, kann man nichts machen. Ja, kann man nichts machen. Oh, Alter. Wie sie sich synchron bewegen einfach, ich schwöre. Boah, was treffe ich denn da die ganze Zeit? Irgendwas treffe ich ja. Okay, Ausdauer weg. Ausdauer wieder und Feuer. Einfach. Oh. Wildschweine. Feuer. Feuer. Ja, einer ist down. Ah, aua, nicht gut. Das sind noch mehr Rehe. Super. Wahrscheinlich in den Boden reingeschossen oder so ein Scheiß. Ist nicht leicht zu treffen. Wo habe ich den da jetzt erwischt eigentlich? Das ist eine Reh hier. Wäre schade um Fell. Hat er mitgenommen, ne? Ja. Ja, wäre echt schade, aber ich glaube, das habe ich total abgelost irgendwie, ne? Hm. Total echt ätzend. So. Oh, boah. Dann hau ich mir das Mikrofon um die Ohren. So. Wir segeln jetzt mal wieder zurück. Und machen uns das nächste Mal bereit für eine größere Reise. Ich will mal kurz gucken, wie viele Hirschdinger haben wir denn? 3? Oh, Alter, damit kriege ich ja nicht mal was irgendwas hin. Da sollte man ja unbedingt was wegpacken. Deswegen werde ich mal zurückgehen in die Base. Oder zurückflossen. Und... Komm sofort, bin gleich da. Da, bitte, was habe ich da was getroffen? Aber habe ich das getroffen, wa? Ja, geil. Hirschmörder. Oh, Sünde. Dann mach, genau. Gib mir dein Fell, gib mir dein Fell. Gib mir dein Fell. Wieso hat... Ich weiß gar nicht mehr, wie viel Hirschfell ich brauche, um...
Okay, Kinderchen. Das war's auf jeden Fall für heute. Das hat mir mördermäßig Spaß gemacht, aber wir müssen gucken, dass wir wieder heimwärts segeln. Und ja, vielen Dank fürs Vorbeischauen. Tschüss.